Erzjogi ist 80% meines Lebens, bedeutet mir fast alles. Wir haben wenig Zeit zu entscheiden, die Verantwortung ist riesig groß und wir müssen immer auf die nächsten 15 Jahre für den Patienten denken. Professor Diegeler, Chefarzt der Klinik für Kardiochirurgie in Bad Neustadt an der Saale in Nordbayern und auch Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Koronarherzerkrankung ist eine systemische Erkrankung der Herzkranzgefäße. Sie kommt an Stellen des Koronarsystems isoliert vor, in den meisten Fällen aber über die Zeit an verschiedenen Stellen. Man unterteilt die Koronareingefäßerkrankung, Zweigefäße- und Dreigefäßerkrankung. Und es gibt drei Behandlungssäulen. Das erste die Prävention und dann die medikamentöse Therapie. Dann das Aufdehnen von Koronarstenosen und die koronare Bypasschirurgie. Die moderne Herzchirurgie ist jetzt fast 60 Jahre alt. Sie hat insbesondere in der Zusammenarbeit auch mit Kinderkardiologie begonnen. Insbesondere da, weil halt einfach die angeborenen Herzfehler nicht zu behandeln waren, ohne das Herz zu eröffnen. Das bedurfte eine ganz herausgehobene Technik, die dann möglich wurde in den späten 50er, Anfang 60er Jahren. Und deshalb ist dieser gemeinsame Weg in der Entwicklung dieser Technik zwischen Kinderkardiologie und Herzchirurgie einer, der sehr historisch gewachsen ist.